Die Bundeswehr in Koblenz blickt zurück auf eine lange militärische Tradition. Sie ist bis heute einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt und sorgt unnachgiebig dafür, dass die Nachfrage nach Fleischwaren nicht abreißt. Egal ob Mettbrötchen, Fleischkäse oder Bockwurst, ohne Mampf kein Kampf. Wobei der Kampf heute eher den Aktenbergen und Spam-Ordnern gilt. Aufgrund seiner geostrategischen Lage an zwei Flüssen spielt Militär in Koblenz schon seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle. Im 19. Jahrhundert unter preußischer Herrschaft wurde dies durch den Bau des riesigen Festungssystems um die Stadt nochmal stark intensiviert. Tausende Soldaten waren fortan in Koblenz stationiert. Nach zwei Weltkriegen und wechselnder Besatzung zog dann Mitte der 50er Jahre die neu gegründete Bundeswehr in Koblenz ein. Einige der wichtigsten Einrichtungen befinden sich seitdem in Koblenz. Im Laufe der Zeit stieg Koblenz zur größten Garnisonsstadt Deutschlands auf. Verkehrsstau durch Panzerkolonnen und häschelnde junge Soldaten beim Marsch prägten über viele Jahre das Stadtbild. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die Truppenstärke in Koblenz dann deutlich reduziert. Dennoch spielt die Bundeswehr hier, wie anfangs schon gesagt, weiterhin eine große Rolle als Arbeitgeber. Sie zeichnet sich aus durch effiziente Strukturen, kurze Kommunikationswege und modernste Ausstattung. Bei der Handhabung leerstehender Liegenschaften arbeiten Bund und Stadt seit jeher eng und sehr produktiv zusammen. Um zu verhindern, dass künftig Telefonate abgehört werden, wird zurzeit wohl überlegt, die alte optische Telegrafenlinie zwischen Koblenz und Berlin zu reaktivieren. Damit wird dann zumindest das Abhören unmöglich gemacht. Da macht, gell?